Zap, moin Leute, Wano Uri am Start und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Anno 1404 Venedig zusammen mit dem O-Herr. Hallo und direkt hallo Opa, der hat nämlich direkt in deine Anmoderation bei mir reingequatscht. Wie kann er nur? Frechheit, immer diese alten Leute, die sich in den Vordergrund zwängen müssen. So. Ich hatte irgendwas in die Vogtei reingeschrieben. Erstmal Achtung, Kontrolle hier in die Vogtei reingucken. Ah ja, genau, jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Ich glaube, ich muss mir das auch mal angehen. Ach, bei mir über der Vogtei dreht sich ein I. Da gucke ich mal rein. Dann hast du wahrscheinlich einen Auftrag für die Vogtei. Auftrag für die Vogtei? Ach nein, das ist diese Expeditionskarte, die ich ja hatte beim letzten Mal, wo ich mein Schiff mit Seilen und Waffen beladen soll, damit irgendwie die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass diese Expedition Erfolg hat. Wo ist denn eigentlich meine Flotte gerade? Kälterei. Ach, die greifen wieder Hassans einmal Schiff Wein an. Und einmal welche Überraschung. Aber nur eins von den sechs. Verstehe ich gerade nicht. Die anderen stehen daneben und gucken zu und machen nichts. So. Aber gut, das schafft das Schiff auch alleine. Und wir gucken mal, wie immer, erstmal, was hier so. Natürlich Brot und natürlich Fisch. Ach nee. Und großes Lagerhaus, nein. Wo war das Ding? Hafenmeisterei, glaube ich, ne? Jawoll. Und kein Bier. Nein! Hast du, ist das Bier ausgegangen? Ja, das ist das Schlimmste, was einem passieren kann, oder? Ja, das Bier scheint mir aber auch so ein bisschen auszugehen. Allah segne euch für eure Zuversicht. Aber tatsächlich muss ich jetzt hier unten mal. Ja, mein Bier geht mir aus. Das ist natürlich ungünstig. Bauen wir hier eine Brauerei. Oh. Nein, das passt davon ja nicht hin. Mehr als genug. Scheit. Okay, okay. Mach ich das so. Dafür fehlt mir Holz. So langsam wird's auf der Insel hier aber auch eng. Holzwerkzeug. Viel Platz habe ich hier nicht mehr auf meiner Brotinsel, auf meiner privaten Brotinsel. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und Stein, 1, 2, 3, 4. Private Brotinsel? Naja, also meine, die halt links über meiner Hauptinsel ist. Ach so, ah, du meinst die, die wir nicht teilen, die Insel. Genau. Ei, ei, ei. Exakte Mundo. Hier oben war. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ich glaube aber auch, also ich habe echt das Gefühl, dass diese großen Markthäuser ab einem gewissen Punkt auch überfordert sind. Finde ich ein bisschen blöd. Das ist durchaus möglich, ja. Snap, 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 snap. So. Muss mal gucken, dass wir hier oben noch irgendwie. Wo kann ich das Ding hinsetzen, dass es irgendwas bringt? Hier. Nee, setzen wir es mal. Du musst eine Brauerei hin. Buch. Menü. 8 von 8, 8 von 8. Wollte die haben? 8 Felder. So, das heißt, ich habe eine Klosterbrauerei. Davon habe ich noch 14 Tonnen. 1, 2, 3, 4 Stück habe ich gebaut. Moment mal. Gut. Ist denn hier das Schiff überhaupt? Genau, davon habe ich 5, davon habe ich 4, ne? Weil das mal 1 zu 1 ist, genau. Das heißt, ich kann jetzt nochmal wieder ein Brauhaus bauen. Fisch habe ich auch Probleme. Oh Gott. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich überhaupt noch Platz habe, um eine Fischereihütte zu bauen. Das wird langsam auch eng. Ja, sonst musst du die auf einer anderen Insel bauen und dann importieren. Ja. Ach Gottchen. Ja, wer schreibt, der bleibt. Was willst du machen? Was für flache Sprüche hier schon wieder. Noch nie gehört. Wer schreibt, der bleibt. Hä?
Ah, oh, herrlich. Naja, ein bisschen Platz habe ich ja tatsächlich noch. So. Der hier hat, wie viele Felder haben die eigentlich? Aber fünf, dass ich ein Fischproblem habe, das überrascht mich schon so ein bisschen. Warum? Ja, weil ich mittlerweile hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und hier noch eine. Also 8 Fischereien habe ich jetzt gerade auf meiner Hauptinsel und tatsächlich reicht das scheinbar nicht. Und auch 4. Brot ist schon wieder so ein Problem. Und warum wird denn hier bei der Mühle das Mehl nicht abgeholt? Muss ich jetzt noch ein Markthaus hier hinbauen? Och, kommt Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Und das letzte war, kann ich hier mal nachgucken, Wein habe ich jetzt erledigt und eine Kälte. Mehl wird rein. Von der Mühle einfach nicht abgeholt. Einem Handelsvertrag mit mir kann niemand widerstehen. Aber die Schmalzi, Bäcker. Nein. Ihr brecht mir das Herz. Aus. Aus. Böser Schmalzi. So. Sieht das hier aus? Was bist du für einer? Du bist eine... Also wenn irgendwann mal meine Mühle und die Bäckereien nicht aufgrund von Marktkornmangel auch mal dauerhaft auf 100% arbeiten würden, dann hätte ich auch, glaube ich, kein Brotproblem. Aber ihr seid gut, ich habe jetzt hier 1, 2, 3, ich habe jetzt hier das vierte Markthaus hingebaut, aber es sind halt auch, wie gesagt, die ganzen Fischerhütten hier. Ei. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Graden das gleich mal auch auf volle Bulle ab. Und du hattest das letzte Mal die Steuern erhöht, ne? Ja, ich habe das letzte Mal die Steuern erhöht. Hast du richtig gesehen? Hast du das bei den Adligen gemacht oder bei welchen hast du das gemacht? Ich habe das bei allen gemacht. Adligen, bei den Patriziern, Bürgern und natürlich auch bei den Bauern. Und auf welche Stufe hast du es gemacht? Das ist auf, warte mal, erste, zweite, dritte, oder? Ausgeglichen. Ausgeglichenheit. Ah, so weit runter. Okay, krass. Kann man das generell für alle einstellen mit einem Schieberegler oder musst du das bei allen, bei jeder Stufe einzeln machen? Ich glaube, du musst das bei jeder Stufe einzeln machen, wenn ich mich nicht täusche. Ja, musst du. Ja, und wenn du willst, dass du wieder aufsteigen, musst du es halt wieder zurücksetzen, ne, auf das Grüne. Na gut, bei Adligen ist es ja relativ titte. Jein. Wenn du die aufsteigen lässt und du hast die auf ausgeglichen stehen, ziehen keine Adligen ein. Ah. Okay, das wusste ich jetzt. Ja, habe ich also schon so ein bisschen dran rum experimentiert. Großstadt im Orient, sehr nice. Und weg damit. Dann schaffen wir hier mal noch ein bisschen die Holz Detail ran, das fehlt ja nämlich. Bleiben besser unter. Das heißt, es ziehen nur welche auf der Stufe Euphorie oder Frohsinn ein, nehme ich mal an. Genau. So alles, was grün ist. Oh, dieses. So, was produziere ich denn hier? Das hier produziere ich hier, ne? Genau. Das kann ich mal rausschmeißen, wenn er über 50 ist. Das sieht mich recht herzlich wenig. Ja, Opa, dann erzähl doch mal den Zustand von meiner Siedlung. Ne, warte, die will ich ja gar nicht. Wenn das Ding über 50 ist, so. Es ist echt. Krass hier. Ja. Also die arbeitet jetzt auf 100%, die auch. Es geht. Die auf 50 und die Brot, auf 100. Bier. Getreide. Weil ich so viel davon hab. Und den Rest glaube ich nicht. Nee, ne? Naja, mal schauen. Mehl habe ich eigentlich so halbwegs ausreichend. Das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Ganz wichtig. Aber ich glaube, mir könnte bald das Weizen wieder ausgehen aufgrund der. Das. Was produzieren wir hier noch? Der neuen Brauerei. Das. Weißt du, wie viel Weizen so eine Brauerei verbraucht? Also wie viel Gebäude ich davon habe? Müsste zwei sein. Ich bin mir aber nicht 100% sicher. Auf der Insel eines Mitspielers tobt ein Unwetter. Gewittert? Oh, das ist Schmalzi, oder? Oh ja, bei Schmalzi also ist Gewitter ist und nicht. Pest. Ach, das ist doch super. Kann man doch nicht meckern. Ja, das läuft, ne? So, warum habe ich hier unten keine Vogtei? Und ich habe schon wieder komische Geräusche in meiner Stadt. Als ob sie in den Gassen rumvögeln würden. Der verwirrend.
Wo ist denn das nächste Korsarenschiff? Oh, hier wird gekämpft. Ja, hier wird gekämpft. Ach, das bist ja du. Ja, ich habe hier so einen Geleitschutzauftrag. Na, dann helfe ich ja mal ein bisschen. Ja, das andere, das letzte Korsarenschiff scheint zu langsam zu sein. Ich weiß gar nicht, wo die hinwollen. Einer überhaupt. Ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Welcher? Holz, natürlich. Verticken wir noch mal ein bisschen. Das brennt ja auch schon hier übelst. Was produziere ich hier überhaupt? Noch? Das hier produziere ich hier auf jeden Fall noch. Ach, da unten eine ist Produktion meine Flotte. Was machen die denn da? Erliegen. Nee, da komme ich, glaube ich, zu spät. Die Pest ist bei ihrem Nachbarn vorüber. Oh, ich mal jetzt ja die Pest besiegt. So ein Mist aber auch. Salam alaikum. Zu schade. Ah. Na gut, einer hier, dann erhöhe ich jetzt mal die Steuern, würde ich sagen. Hier. Wie ging das jetzt hier? Hier, Adlige, komm her, hier, wir gehen mal auf. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Es gibt tatsächlich auch noch Abstufungen in den Abstufungen. Ich dachte, es gibt wirklich bloß die einzelnen Farbabstufungen für die Steuern, aber tatsächlich nicht. Oder? So. Hier verticke ich. Da verticke ich auch alles richtig. Da muss ich noch hin. Als Maul. Was? Und Nerdy hat mich jetzt bloß gerade beglückwünscht, dass ich die Steuern erhöht habe. Herzlichen Glückwunsch. Ich mache jetzt 1000 pro Runde oder pro Tick, was auch immer. Ich bin zwar noch nicht so verbrecherisch wie du, der seine Leute ausnimmt. Was unterstellst du mir hier? Das ist ja unglaublich. Du lässt ja ausbluten, aber wenn du hier irgendwie 5 Millionen plus machst pro Runde... Hat 5 Millionen, bist du verrückt? Hab ich gehört. Ja, nee, es ist nicht ganz 5 Mille. Brauchen wir noch ein paar Häuser. Aber ich denke mal, wenn ich jetzt Mitspieler los... Ein Spieler hat einem Kontrahenten einen Ratsitz abgejagt. Oh. Ich glaube, Marie mag dich nicht. Ich muss ja, glaube ich, mal Ratsitz kaufen. Wer die Macht in der Ratsversammlung hat, hat die Macht in der Stadt. Das ist interessant. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Was ist interessant? Dass Marie dir Ratsitze abkauft. Ist das auf der Insel, wo du auch drauf sitzt? Ja, das ist die Insel, wo ich die Perlen abbaue. Ah. Das fand sie scheinbar nicht so geil, dass ich mich da niedergelassen habe. Ja, ich könnte theoretisch... Warte mal, ich guck mal ganz kurz. Nee, das ist die Insel von Schmalzi. Ach, tatsächlich ist es... Ja, stimmt, das war Schmalzis Insel. Ja, vielleicht will sie mir gerne nahe sein. Ach, wie wärmt es mein Herz. Ich bin leicht neidisch. Was ist euer Aber tatsächlich Begehr? Müsste ich auf der Insel mal noch ein paar Markthäuser bauen. Nein. Nicht. Sehr gut. Ja. Nördiburg sagt, dass aufgrund der hohen Steuern meine Bevölkerung sich nicht weiterentwickeln wird. Ich habe doch jetzt aber nur auf euphorisch gestellt. Habe ich nicht auf ausgeglichen, tatsächlich. Du spielst mit deinem Leben. Das heißt jetzt aber auch, wenn jetzt ein Patrizierhaus zum Adligen aufsteigt, dass das Haus sich nicht füllt, oder wie? Ja, genau. Das ist ja bescheuert. Das ist ja. Dann muss ich wieder mal eine Stufe hochgehen hier. Hey, warum geht das nicht? Jetzt geht's. Und dann setzen wir mal alle anderen auf die hellgrüne Stufe. Adligenhaus, Zimmermann, Medikus. Mach ich immer noch 1000 plus. Was ist das denn? Jetzt habe ich hier so einen Typen rumschwirren, der hat die Pest und ich kann das Haus nicht abreißen. Was ist das denn für eine... Na, das ist wie bei dem brennenden Haus, das geht auch nicht. Muss ich das jetzt extra für den einen popligen Typen da oben Medikus hier hinstopfen. Korrekte Mundo. Ja, das ist leider so. Und ich glaube... 85%. Komm schon, du blöde Bäckerei. Jetzt arbeite doch mal auf 100%. Dann habe ich hier das Mühlenproblem höchstwahrscheinlich gelöst. Aber jetzt... Ja, die Mühlen arbeiten jetzt alle auf 100%. Nur die Bäckerei kriegt es irgendwie nicht geschissen hier.
Wege hin. Das er ist natürlich jetzt ungünstig, dass er hier das Schiff da zusammen staucht. Naja, vielleicht schafft es irgendwann doch mal noch. Sieht so aus, als würden es beide Schiffe aus der Mission schaffen, aus der Karte rauszufahren. Sehr schön. Hoffentlich gibt das irgendwie einen extra Bonus oder so. Dass es beide schaffen, oder wie? Ja, also mir wird's gefallen. Größere Hilfsflotte Occident. Hier mal noch Markthäuser bauen mir einfach. Ich vertraue in dieser Angelegenheit auf eure Fähigkeiten. Nürtiburg hat ihnen Auftrag, liefern sie folgende Waren zum Schiff. Ich habe keine Waffen, ich habe tatsächlich nur Kanonen. Ich kann den Auftrag nicht machen. Ich habe Kanonen und ich habe Waffen. Ich kann beides. Hey. Na dann, los geht's. Wenn du nicht wieder vergisst. Ja, das kann ich ja jetzt eben machen. Ich habe ja zum Glück ein Schiffchen direkt am Hafen. Ah, vor allem die Insel hier unten hat noch ein paar Flussplätze. Das ist natürlich nice. Dann der. Kann ich mir jetzt erstmal unter den Nagel reißen hier. Bringt euch nicht selbst in Schwierigkeiten. Hier ist auch noch Kupfer. Wofür brauchte man Kupfer nochmal? Ich glaube, das ist später für Kerzenleuchter. Kerzenleuchter, ja, für den für die Adeligen. Bestimmt für die Nordinsel, nehme ich mal an, ne? Ja, ja. Dafür braucht man dann auch Gold, glaube ich. Oder war okay. Das, oder gab es noch Brillen? Ich bin mir gar nicht so sicher. Brillen gab es in den früheren Anno-Teilen. Nee. Ja, wir werden es ja sehen. Und so die grundsätzliche Lage hier. Ich habe ja erst 2000 Adlige, also von daher. 2000 hast du schon? Jetzt muss ich gerade mal nachgucken, wie viel ich habe. So viel habe ich nicht. Ich habe 1789. Ich hänge ein bisschen hinterher hier, merke ich gerade. Kaiserdom. Wie soll ich bauen, Mensch? Kaiserdom, jetzt schon? Ja, also könnte ich bauen. Theoretisch. Wäre mal eine Idee eigentlich. Aber erstmal die Speicherstadt. Ja, ich würde vorschlagen, bau erstmal die Speicherstadt. Weil Kaiserdom, das frisst bestimmt nochmal mehr an Ressourcen. Wahrscheinlich weit mehr. Ist das Ding jetzt aus der Karte raus? Nee, immer noch nicht. Mein Gott, Zimmermanns Haus. War erfolgreich. Zimmermanns Haus. Und so, das reicht erstmal. Was hat er denn? Hatte ich eigentlich? Nein, hatte ich nicht. Warum habe ich das eigentlich noch nicht gebaut? Bauen wir das nochmal. Gott, dauert das ewig. Gut, also. So, nochmal Achtung, Kontrolle hier drüben. Das scheint sich zu füllen. Hä? Warum geht das nicht? Ach, weil da noch was im Weg ist, dann bauen wir den hier. Das scheint sich zu füllen, das scheint wieder weniger zu werden. Alles gut, alles gut. Alles gut. Ich hab tatsächlich doch Waffen. Bin ich bescheuert? Jetzt ist auch kein Gewitter mehr bei Nordiburg. Schade. Nicht bei Nordiburg, sondern bei Schmalzi. Ups. Ihre Eskorte kann nicht immer blöd laufen bei Schmalzi. So ein bisschen. Immer eine Ehre. Oh, hier ist tatsächlich keine Kirche in der Nähe. Du darfst dann schon mal wieder nach oben. Natürlich nicht gut. Dann Kirche. Und du hast das zweite auch noch. Da brauche ich noch einen Marktplatz. So, Galibibibibi. Bin ich... Ach ja. So. Ja, beide Schiffe haben es geschafft und ich habe dafür zwei Nachrichten gekriegt, die ich jetzt zurückbringe. Also bessere Belohnung, wie es aussieht. Cool. That's nice. Ja, ich hoffe, das gibt ordentlich was. Jetzt kannst du erzählen, Hassan Ben Sahi. Ja, ja, Hassan. Venezianische Handelsflotte bietet zusätzliche Items. Ich bin hier am rumfrickeln, wie ich diese Kirche hier reinkriege, aber... Was war das? Geht wohl leider nur... Nee, Bürger. Goldkosten.
Nur so, das ist natürlich blöd. Punkte. Wirklich effektiv, aber was soll's. Habt ihr eure Pflicht erfüllt und den Auftrag ausgeführt? Ah, Cooldown habe ich jetzt. Das brauche ich auch nicht. Ja, habe ich ausgeführt. Ich bin froh, dass ihr euch dieser wichtigen Angelegenheit... Sehr schön. Das ist rechtens. Ach, das tut mir aber leid, Nerdy. Hat sich erledigt. Naja. Welch Tragik. Ah, ich bin zutiefst betrübt. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ja, welch Tragik. Jetzt steigt da mal auf hier, Leute. Das kann doch gar nicht wahr sein, was hier abgeht. Burger verbessert. Aber die müssen in der nächsten Folge aufsteigen. Die Folge ist schon wieder zu Ende. Vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Man hört und sieht sich dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Ein gutes Geschäft.